Hallo Internet und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Super Mario Land 2 6 Golden Coins DX. Jo, wir gehen in die nächste Welt. Den Level hier an der Seite ignorieren wir erstmal. Den schauen wir uns später an. Wir gehen in die nächste Welt und zwar die Macro Zone. Wir sind jetzt neuerdings ein bisschen kleiner. Ist so der Gag bei der Macro Zone natürlich. Ah! Ja, die Ameisen sind dadurch ein bisschen größer. Die sind genauso groß wie wir. Jo. Genau, also alles in dieser Welt ist sehr, sehr groß für uns. Und das ist so ein bisschen der Gag dabei. Und wir sind sehr, sehr klein. Liebling, ich habe die Kinder geschrumpft quasi. Und ja, schauen wir uns doch einfach mal ein bisschen um. Da unten ist ein Fragezeichen. Wie kommen wir da denn rein? Kann ich hier... Ah, auf die Plattform. Oh, das ist knapp. Sehr, sehr, sehr knapp. Ah, eine Feuerblume. Die ist mir sogar auch lieber als die Hasenohren gerade. Ich glaube übrigens, in dem Level hier ist irgendwo eine Secret Exit, wenn ich mich recht erinnere. Glaube, hier ist irgendwo ein Secret Exit. Und ich meine auch, ich bräuchte die Feuerblume dafür. Schauen wir mal, was hat er denn auf dem Kopf? Jetzt haben die hier plötzlich schon Kanonen auf dem Kopf, die Ameisen. Was sind das denn für Viecher? Schweizer Armee-Ameisen. So, hier. Nein, der hat mich erwischt. Ah. Ja, wenigstens das Mittelstäbchen. Och nö, jetzt habe ich meine Feuerblume verloren. Wie ärgerlich. Kriege ich die nochmal irgendwann wieder? Nee, nur die Hasenohren. Ah. Egal. Wir müssen den Level ja sowieso auch einmal normal durchspielen. Oh, da ist schon wieder so eine Ameise. Hey, Moment. Da oben ist, glaube ich, der Ort, wo man zum Secret Exit kommt. Hey, da braucht man wirklich die Feuerblume. Sonst kann ich die Blöcke nämlich hier nicht zerstören. Moment, dann holen wir uns mal eine Feuerblume. Hier gibt es doch sicher irgendwo noch eine. Die Melodie ist ziemlich cool. Was ist denn mit den Fragezeichenblöcken hier zum Beispiel? Hey, jetzt hör doch auf. Na super. Hier war schon mal keine Blume. Wie sieht's hier aus? Och, geh weg. Oh, hier haben wir eine Blume zufälligerweise. Nett. Müssen wir nur noch irgendwie lebendig da oben ankommen. Boah, war das knapp. Ich wäre fast getroffen worden. Jo. Weg mit den Blöcken. Und auf in Richtung Secret Exit. Juhu, das war's. Wir sind am geheimen Ausgang angekommen. Das ist eine Abkürzung hier zum Boss-Level. Okay, Autoscroller. Versuchen wir einfach mal zu überleben. Aber ich bin ja nicht so der Autoscroller-Fan, ne? Also das ist ja eigentlich nicht so meins. Ich bin nicht so der Autoscroller-Fan. Ja, wobei von der Geschwindigkeit her geht's ehrlicherweise klar gerade. Also es ist jetzt irgendwie nicht so super, super schnell. Was haben wir hier? Mal eben runterspinnen. Boah, knappe Kiste. Dafür ist die Musik gut. Du, 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 du. Ah, tu mal hier. Oh, hier wäre ich mal lieber nicht runtergegangen. Mal wenigstens so ein Leben abgestaubt. Und geht's? Ach, das war's schon. Ja, war ein sehr einfacher Level. Jetzt könnten wir theoretisch zum Boss gehen, machen wir aber nicht. Wir gehen jetzt natürlich erstmal den regulären Weg weiter. Ja, also da unten wissen wir ja schon, wo wir lang müssen. Deswegen wollen wir hier so ein bisschen lang rennen. Du, du, du. Tja. Erstmal die Killer-Ameisen hier selbst killen.
Ich mache aber auch immer so riskante Sprünge. Wenn ich das irgendwie mir hinterher nochmal angucke, dann werde ich wahrscheinlich genau dasselbe denken. Ich springe immer so extrem kurz vorher, bevor irgendwie die Plattform verschwindet oder so, springe ich erst immer da drauf. Ah! Das ist noch verbesserungswürdig. Wobei, bis jetzt läuft's ja. Bin ich eigentlich nochmal gestorben? Muss ich mir gerade überlegen. Ich bin im Tutorial-Level ganz am Anfang einmal gestorben. Aber bin ich danach nochmal draufgegangen? Ich glaube gar nicht, ne? Also ihr werdet es ja wissen. Ihr habt euch die Videos ja dann angeschaut. Ich weiß es jetzt gerade nicht, ehrlicherweise. Kein Plan. Ich meine aber, ich stelle mich ganz gut an eigentlich. Tjo. Diesmal gehen wir hier oben weiter. Ach, da ist schon das Ziel. Na, das war ja mal easy. Also, rein ins Goal und noch schön ein Minispiel abstauben. 3 Leben, Leute. 3 Leben. Na, das ist doch mal was. Ja, schön. Das heißt, 2 Level haben wir noch. Was ist das denn hier Schönes? So eine kleine Parkbank oder was soll das sein? Oh, eine Blumenvase. Ach, da kommen jetzt die Piranha-Pflanzen raus. Kann man da rein? Nö. Also rein kann man da irgendwie nicht. Da haben wir noch so einen Hirschkäfer, von dem ich glaube, es ist ein Hirschkäfer. Ich bin mir nicht sicher. Hey, hätte die schwören können, da hätte man reingekonnt. Ah! Ich denke mal, in diese Blumenvasen kann man allgemein nicht rein, oder? Nö. Schade. Da können nur die Piranha-Pflanzen rein. Oh, jetzt gibt es hier noch ein... Oh, Unterwassersegment. Ja, die Karotte ist hier, glaube ich, aber gar nicht mal so gut. Ich bleib mal bei... Nein! Ach, bei der Feuerblume wollte ich gerade sagen. So viel dazu. Müssen wir den Cheep Cheeps halt ausweichen, sonst hätten wir die schön besiegen können. Nein! Ach Mann! Wird hier immer getroffen. Jo, dann mal hier. Noch mehr Ameisen. Also die Ameisen, die sind hier aber ganz schön omnipräsent in dem Level. Die sind irgendwie echt an jeder Ecke. Oh, noch ein Stern. Das ist so ein Chain-Stern. Also wenn ich jetzt einen Stern bis zum nächsten Fragezeichen-Block trage, kriege ich dann immer wieder einen Stern. Nö, hat sich erledigt. Hier gibt es nämlich gar keine Fragezeichen-Blöcke mehr. Na gut. Tjo. Achso, war da vorne links noch was? Nee. Oh, ihr fliegt weg? Ja dann, ich brauche euch nicht. Das sieht nämlich schon ganz schön nach Levelende aus. Sehr schön. Tjo. Jetzt ein bisschen Daumen drücken. Bringen wir einfach mal hier drunter. Und, ach, ein Leben. Ja, okay, Leben ist in Ordnung. Da will ich nicht Nein sagen. Heißt, wir gehen in den nächsten Level. Jetzt sind wir offensichtlich hier im Gebäude angekommen. Sieht jedenfalls ein bisschen danach aus. Würde ja auch map-technisch passen. Oh, neue Plattformen. Ach, die drängen einen hier in die Richtung. Okay. Heißt, man wird so ein bisschen in die Richtung der Pfeile geschoben. Beziehungsweise man wird in die Richtung geschoben, in die die Pfeile zeigen. Das ist aber auch nicht super schlimm oder so. Also es ist jetzt nicht so, dass man da massiv hingedrückt wird, aber immer so ein bisschen. Ich zeige euch das mal. Also wenn ich jetzt nichts drücke... Der ja gerade gesehen hat, so ganz leicht wandert man dann in diese Richtung. Hey, versteckter Block. Komm ich da hoch? Nee, hä, wie kommt man denn da hoch? Ah, Moment, da ist noch so ein weiterer Block. Was ist das denn hier? Ach, da kriegt man einfach ein paar Münzen, okay. Kein super krasses Versteck oder so, aber...
Immerhin ein nettes kleines Secret. Na gut, dann gehen wir mal weiter. Nice, unterer Bereich. Hier brauchen wir eine Feuerblume. Okay, da sollten wir jetzt im Idealfall nicht mehr runtergehen. Das sieht ganz schön gefährlich aus. Na toll, ich glaube, da können wir allgemein nicht mehr runtergehen. Was machen wir denn jetzt? Toll, und jetzt? Ah, ein Stern. Ach, okay. Dann könnten wir theoretisch mit dem Stern durchlaufen. Nicht nur theoretisch, sondern auch praktisch. Da haben wir eine Feuerblume. Ah, man kann auch nur in eine Richtung durch die Röhren laufen. Ich lerne. Aber ich erinnere mich zwischendurch auch so ein bisschen an manche Sachen. Also... manche Sachen weiß ich noch. Hey, ein Geldbeutel. Das ist auch noch so ein Collectible, was es hier gibt. Diese Geldbeutel, da kriegt man ein bisschen mehr Asche, glaube ich, einfach nur. Ich weiß aber nicht, wo die Geldbeutel alle sind. Von daher, ich suche mal alles so ein bisschen ab. Und wenn ich einen finde, dann finde ich den. Und wenn nicht, dann halt nicht. Nein! Och Mann, ich dachte, ich könnte auf die drauf. Kann man da nicht runter? Das sieht so aus. Nee. Na denn. Ah, eine Möhre. Wie soll man denn an die Möhre drankommen? Hä? Ist hier irgendwo ein versteckter Block oder so? Ah, da ist noch ein Block. Ach, und hier vorne auch. Okay. Dann erübrigt sich das. Dann ist da vorne sicher auch noch ein Block. Ja, wobei, sollte man auch eigentlich so schaffen. Ja, wir sind drüben. Nice. Okay, da kommt man aber nicht weiter nach oben. Na, dann klettern wir mal hier in der Mitte durch. Sehr, sehr schön auf jeden Fall. Heißt, langsam aber sicher klettern wir hier die Wand hoch, beziehungsweise den Kamin hoch. Und hier ist auch schon das Ziel, liebe Leute. Das war's also mit diesem schönen Level. Oh, kein Extra. Naja, dann können wir jetzt auch schon den Boss-Level der Makrozone betreten. Ah, da ist die Feuerblume wieder. Ich hab gesagt, dass die... Ey, da war eine Hexe. Was macht denn die Hexe hier? Ich habe das letzte Mal gesagt, dass die Hasenohren mein Lieblingsgegenstand sind, aber... oder mein Lieblingsgegenstand ist. Nein! Aber die Feuerblume ist auch ganz gut. Tjo! Kommen wir da oben hin? Hallo? Bleib doch mal hier stehen. Wie, jetzt komme ich da nicht hoch? Ah doch, wollte ich doch gerade sagen. Peinlich, wenn man das nicht schaffen würde. Ah, Möhre! Endlich mal wieder eine Möhre. Und ein Geldsack. Da haben wir mal wieder so einen Geldsack. Im letzten Part haben wir gar keinen Geldsack gefunden. Diesmal direkt zwei Stück. Ich denke mal, es ist egal, ob wir oben oder unten lang gehen. Ah, da will ich auch gar nicht lang. Ein weiteres Leben. Da ist schon wieder so eine Hexe. Die Hexe klaut einem immer die Leben. Was ist denn mit der Hexe los? Schlechten Tag gehabt, oder was? Ja. Noch mehr Münzen. Ja, aber ansonsten ein schöner Level. Jetzt aber auch kein irgendwie sonderlich schwieriger Level oder so. Ich erinnere mich jetzt ehrlicherweise gar nicht mehr, was hier der Bossgegner ist. Was war denn hier nochmal der Bossgegner? Boah, ich weiß es nicht mehr. Ich weiß es nicht mehr. Aber wir werden es jetzt herausfinden. Und zwar... eine Maus! Stimmt genau, so eine kleine Maus. Mit so einer witzigen Schnauze. Boah, zweiter Treffer direkt. Ah,
Easy going, das war's. Also auch den zweiten Bossgegner bezwungen und damit die zweite von 6 Golden Coins gesammelt. Das war's also mit der Macrozone. Beim nächsten Mal geht's natürlich in der nächsten Welt weiter. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und es hat euch gefallen. Sollte dem so sein, lasst mir doch gerne ein Like und ein Abo da. So oder so würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Euer Huxel. Ciao.